Jo, servus und willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von ARK. Und Anni hat schon wieder zu viele Narco-Berries genascht. Ja, wo bin ich hier? Was will ich hier? Die guckt schon wieder Hilfe! völlig apathisch rum. Wir haben heute tatsächlich mal was Spannendes vor. Wir wollten nämlich endlich mal ein Viech zähmen und wir haben uns schon ein Opfer ausgesucht, ein Trike, ein Triceratops am Fluss vorne. Müssen wir dann links einfach so ein bisschen Zeug sammeln. Generell, ich weiß gar nicht, ob beim letzten Mal schon das Zeug hier alles fertig war. Ich hatte noch mal ein bisschen umgebaut, dass das alles mal ein bisschen mehr Struktur hat, ein bisschen aufgeräumter ist. Hier so der Werkbereich mit den ganzen Gedönse und hier die Schränke. Und endlich mal tatsächlich ein Bücherregal für unsere ganzen Blueprints. Und das sieht aus wie Sau, ne? Das sieht Bücher fallen hier durcheinander. ordentlich reingestapelt aus. Nee, Ja. räum auf. Hier haben wir noch so Waffen und so ein Kram und hier drüben ist quasi so der Kochbereich mit Kühlschränken und so einem Zeug. Ja, können wir dann alles sinnvoll nutzen und dass Anni dann nicht wieder alles kreuz und quer irgendwo reinschmeißt in irgendwelche Schränke. Ja, unser Garten ist leider zwischendurch etwas eingegangen. Ich muss den erstmal wieder neu düngen quasi, denn naja, wenn man eine Zeit lang nicht online ist, dann vergammelt halt das Zeug, beziehungsweise naja, es wächst halt nicht weiter, wenn es nicht gedüngt ist. Und von daher ist da erstmal nichts zu sehen. Kommt vielleicht später noch, mal gucken. So, und ich würde sagen, also ein Triceratops haben wir uns ausgesucht. Müssen wir auf alle Fälle erstmal hier so ein bisschen Waffen mitnehmen. Müsste meine mal reparieren. Sehr gutes Stichwort. Du kannst ja in der Werkbank sind auf alle Fälle. Müsste noch einer drin sein. Ja, ich Beziehungsweise guck mal. hier ist noch einer drin, ein ganzer. Sehr schön. Ich meine, der würde schon noch so ein bisschen halten. Ein bisschen weniger als die Hälfte, aber. Ja, das reicht locker. Ich habe meines ja auch schon. Also soll ich noch warten, meinst du? Naja, meines ist ja schon auf 30%, das Naja, reicht gut. aber locker. Dann Wenn sie warte nicht gerade ein ich. T-Rex kommt oder sowas. Gucken wir mal. Ansonsten, ja, wie gesagt, unten hier in der Kiste ist halt das Werkzeug drin, das wir hier irgendwie sinnvoll verwenden können. Meine Klamotten gehen bald kaputt, unglaublich. Ich nähe dir nicht. Warum Das kannst nicht? du selber machen. Ja, toll. Jeder ist sich selbst der Nächste. Ich muss, naja, dann jagst du dir auch selber ein Viech. Ja, das schaffe ich. Ja, das werden Natürlich. wir sehen. Ja, leider Gottes müssen wir uns tatsächlich noch einen Sattel bauen. Wir haben keinen Triceratops-Sattel gefunden bisher. Also jedenfalls keinen fertig gebauten. Wir müssen uns tatsächlich selber bauen. Glaube ich zumindest. Guck mal nach, was der kostet. Carbonem ist. Ja, der ist, glaube ich, gar nicht so günstig. Irgendwie so um die 200 Dingenskirchens. Also wir haben auch einen Blueprint dafür, ne? Ach so, ich dachte, wir hätten keins. Nee, also einen Bauplan haben wir dafür, aber wir Das haben aber noch nur, wir keinen haben noch fertigen keinen direkt. gefunden. Ah ja. Ja, der hätte aber auch nur 12 Punkte gekostet. Naja, aber da wir ja den Bauplan haben, Ja, brauchst du dann das ja brauchen wir das ja nicht. nicht. Ne, ich guck da mal. Oder hast du jetzt da gerade reingeschaut? Was das kostet an Na, Zutaten. 190 Leder oder so, glaube ich. Irgendwas in dem Dreh. Okay. Wir brauchen mal Schilder für die Schränke. Ich Ja, suche mich das. immer dumm und dämlich. Wenn du das jetzt dann irgendwie mal ein bisschen gemacht hast, eingeräumt hast, ein Zeug sortiert hast, dann kannst du das auch. Ja, aber Schilder sind doch viel cooler. Ja, aber ich kann keine bauen. Ja, dann baue ich halt welche, aber nicht jetzt. Nee, das muss warten. So, du musst auf jeden Fall schon mal dann den nächsten Bogen mitnehmen. Hast du schon welche gebaut? Ja, hier rechts im Schrank sind. Also ich habe keine gebaut, die haben wir noch gefunden. Und mal ein Ah Packen ja. Betäubungspfeile. Ja. So Oh, da 50. haben wir ja eine Menge. Naja, wenn wir die ganze Zeit daneben schießen, dann reicht das auch dafür nicht. Also ich habe jetzt über 50 mit. Ja. Sollte wohl reichen. Der Na, Bogen hoffentlich reicht, auch. wenn du 50 mitnimmst. Ja, habe ich. Du musst dann halt den Bogen ausrüsten und die Pfeile erstmal draufziehen, weil ich glaube, der ist standardmäßig auf normale Pfeile ausgelegt. Okay. Also ändert ja an sich das Icon unten. Ja, steht aber schon 1 von 52. Also, Okay, dann und war der das. zeigt auch den richtigen Pfeil an, diesen Naja, dann war das ein blau-getränkten. anderer Bogen. Okay, oh, ich habe noch rohes Fleisch in der Tasche. Das sollte mal kurz in den Kühlschrank. Das fängt dort an zu riechen. Ein bisschen vielleicht.
Ich habe mal gedacht, der Zeit 15 Uhr. Das ist natürlich ungünstig. Wir müssen dringend los. Na dann, renne vor, ich hole dich eh ein. Warte mal, wir müssen Narcotics mitnehmen. Ah, oh. Ich nehme mal hier so 45 mit. Nein, nehme ich das genauso viele? Oder reicht das für uns beide? Reicht, das reicht schon. Na gut. Oh, hier ist ein Dingens, ein Raptor vor der Tür. Den können wir natürlich... Oh, da ist ja noch einer. Verdammt. Na dann, hat jeder einen. Ich nehme den hinteren. Ja, Level 9. Komm, den zack, können... ins Gesicht. Warum haben wir den eigentlich nicht gezähmt? Verdammt. Ich weiß nicht, Level 24. Ah, ärgerlich, das wäre die Chance gewesen. Ja, ultimativ. Oh, der hat aber, Mensch. Wo haben wir gelandet? Nur blöde Steinpicken mit, aber ein paar Beeren. Das nehmen wir doch mal mit. Meiner hat nichts, schade. Ja, aber die Steinpicken hier, die fliegen erstmal raus. Steinpicken. Steinpicken. Oh, ich habe gerade mal hier kurz Dünger hinterlassen. So kann man es auch nennen. So, ist schon vorgerannt jetzt. Warum machst du den nicht kaputt? So. Ja, ich trau mich nicht. Der ist bestimmt gar nicht tot. Ja, ich steh gleich wieder auf. So, hier haben wir den Bogen halt schon ausgerüstet. Das wird auf alle Fälle sehr spannend. Also wir müssen halt zusehen, dass wir idealerweise mal treffen. Und das Gute ist bei so einem Trike, die sind recht langsam. Also wir kümmern uns dann aber erstmal um den kleineren, ne? Ich hätte gleich den großen genommen. Okay. Ja, so ein Level 51. Was ist das denn hier? Das ist ja lustig. Der kroch hier gerade auf dem Boden und wir hätten ihn... Das sah aber echt gut aus. Naja, wir fangen uns irgendwann mal noch ein. Ja. Erstmal, wie gesagt, Triceratops. Wir müssen auf jeden Fall, also ich weiß nicht, wenn man den angreift, ich glaube, der andere ist social, also dass er gleich mit dazukommt. Vielleicht müssen wir gleich beide... betäuben. Na, das kriegen wir schon hin. Ich bin da guter Dinge. Ich muss allerdings vorher ins Wasser. Ich habe schon wieder Durst. Also, wo sind sie denn hin? Da vorne sind sie. Weiter rechts im Wasser. Da sind ziemlich viele. Naja, das Problem ist, sie kommen alle gleichzeitig. Ja. Ist hier keiner mehr? Nein, ich war hier einer, aber kann sein, dass er getötet wurde von einem Kano. Hier rannte vorne ein Kano rum, den ich noch heroisch getötet habe. Und du meinst, dass er dann vorher mal unterwegs war? Obwohl, so ein Level 5 Kano dürfte auf alle Fälle keine Chance haben gegen den 51er Trike. Also, macht keinen Sinn. Tja. Ja, wir gucken uns den mal an. Der kann vielleicht, er ist bestimmt ein bisschen niedriger, aber ist auch ein bisschen blöd, dass er so weit weg ist vom Lager. Im Dunkeln muss man ja auch rumhängen. So, das ist der 51er. Das ist der 51er. Tja, dann würde ich sagen. Pass mal auf, dann locken wir den mal ein bisschen mal davor. Also, ich würde sagen, wir fangen mal an, ja? Ja, ja. Ich hoffe, ich treffe überhaupt. Oh, er kommt. Komm mit. Ja, 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 ja. Ich folge dir. So, und beschießen? Ja. Und schön rennen, lauf. Ja. Lauf, Faust, lauf. Wenn du gut bist, schaffst du es noch zum Lager. Wir sollten uns vielleicht mal ein bisschen aufteilen, dass er nicht zu uns beiden kommt. Ja, denn, ja, dann... Aber der wird langsamer, ne? Oh, jetzt. Er ist umgefallen. Ja, sehr schön. Mensch, hat er gut funktioniert. Dann, gar nicht so viele Pfeile verbraucht, ne? Nee. Und jetzt müssen wir den schleppen, oder was? Kannst du aber tragen, nein. Wo steht denn eigentlich seine Betäubung hier? Also, hier steht... Warte mal kurz. Wo ist denn hier sein Torbau da unten? Wenn du reinguckst, siehst du rechts unten. Also, bist du gerade die ganze Zeit die Bären? Nein. Was klingt hier so? Ja, ich habe mich auch gewundert, was so klingt, aber ich esse nichts. Wir müssen auf alle Fälle mal Bären suchen, wir müssen den füttern. Dann ja, ich habe Bären mit. Ja, dann pack mal rein, aber idealerweise keine Narco-Berries. Ja. Und auch keine Stimberries. Also Narco-Berries gehen, aber keine Stimberries. Okay. Pack mal verschiedene Dings rein, denn wir müssen erstmal gucken, was der so frisst. Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt vier verschiedene. Ja, hau mal rein, wir brauchen. Na, mehr habe ich gerade nicht mit. Ne, müssen wir sammeln. Naja, dann
bin ich mal unterwegs. Also so funktioniert das hier mit dem Zähm. Ja, ich habe ja wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Ja, dann, wir müssen also im Prinzip das Viech jetzt füttern mit dem Zeug, was es mag. Und da ist unten so ein Balken, der da steht Taming. Ach, das ist das? Und Taming-Effizienz, okay. Also 85% haben wir gerade, plus 21 durchs Level. Und wie gesagt, also wir müssen halt dafür sorgen, dass der betäubt bleibt. Und man das heißt sieht, also immer mal wieder einen Pfeil reinwerfen? Nee, Narcotics füttern. Narcotics, okay. Und das machst du dann so. Ja, hast du dann unten, wenn du die Narcotics anklickst, hast du hier unten so ein Dings, Remote Use Item. Im Prinzip zwingst du dann das Viech, das Zeug zu futtern. Und man sieht schon, wir brauchen auf alle Fälle deutlich mehr, denn das Torpor geht sehr, sehr schnell runter, liegt aber auch am Level. Ah ja, okay. Und irgendwann ist dieser Balken voll, von dem du gesprochen hast, und dann... Der Taming-Balken, aber das kann durchaus eine Weile dauern, müssen also gucken, dass wir genügend Narcotics zusammenkriegen. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was das Viech futtert, da müssen wir mal gucken. Denn wenn es die Lieblingsspeise bekommt, dann geht das schneller mit dem Zähmen. Da müssen wir wirklich rauskriegen, was es am liebsten ist. Aber definitiv Beeren, ja. Ja, ist ein Pflanzenfresser auf jeden Fall. Okay. Dann werfe ich schon mal wieder ein paar rein. Ja. Immer schön den Balken im Auge behalten. Ja, der Taming-Balken, das dauert halt... Zwei Pixel sind da schon. Ja, da können wir ja schon eine Weile hier rumstehen. Ich hoffe nur, dass in der Zwischenzeit hier nicht irgendwie was kommt, was das Viech tötet. Ja, das müssen wir dann vorher. Denn es kann sich ja nicht wehren. Ja, aber dann müssen wir halt hier Wache schieben. Ja, ist auch kein Problem. Wenn es nicht gerade so wieder ein T-Rex ist, ist es auch kein Problem, glaube ich. Dann ziehen wir den den Triceratops so ein bisschen zum Lager. Ja, der dann bauen wir was. Ja, der ist tatsächlich schneller umgefallen, als ich gedacht habe. Also ich dachte, wir können den noch ein bisschen weiter zum Lager locken. Ja. Wäre auch vielleicht egal gewesen. Vielleicht habe ich auch einfach so perfekt getroffen. Ja, wahrscheinlich. Ja, dein Auftrag wird es auf jeden Fall sein, einen Sattel herzustellen. Juhu, mache ich. Mit Steinchen und Glitzer und so. Ja, toll. Auch für dich. Ja, die gepimpte Triceratops-Sattel-Variante. Genau. Ich nehme dann den mit Nieten. Lustiges Sammeln. Ja, wir sind etwas schlecht vorbereitet, denn wir haben jetzt etliche Tage nicht aufgenommen. Dementsprechend ist natürlich das ganze Futter, die ganzen Bären, alles weg. Weil so ein Kühlschrank hält ja auch nicht ewig. Na. Von daher, naja, wir wollten halt einfach heute mal anfangen, irgendwie was zu zähmen, dass wir mal vorankommen hier mit dem Viehzeug. Eben. Außerdem wollen wir ja einen eigenen Zoo aufbauen. Genau. Das ist ja der Plan. So, und bitte, wie gesagt, keine Stimberries rein. Nee, habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Nee, ich sag's nur vorher. Ich habe dir tatsächlich einmal zugehört. Wie gibt denn eigentlich so ein Dingens hier? Probier doch aus. Ja, ich guck gerade. Ich glaube, müsste 50 geben oder so. Nein, nicht ganz. 40, glaube ich. Bei Torpor? Ja. Da kommt jetzt jemand anders an, oder was? Es wackelt so bei dir. Hallo, ist noch einer. Level 9. Ja, gleich mitnehmen. Das Problem ist, wir haben schon zu tun, glaube ich, einen erstmal zu zähmen. Okay. Zumal wir dann natürlich auch noch einen weiteren Sattel bräuchten. Ich glaube, Level 9 ist auch nicht so ideal. Das ist zu niedrig. Aber leveln die denn noch weiter, wenn man die benutzt? Ja, ja, die sammeln auch XP wie ein Spieler. Und da kann man auch tatsächlich auch Attributspunkte verteilen. Oh, das klingt ja interessant. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwie die Stats hier sieht, der... Weiß ich gar nicht. Ich glaube, die sieht man erst, wenn man wirklich das Viech gezähmt hat. Okay. Melee Damage 145%. Das ist mein eigener? Nee, es geht aber schon ganz gut voran beim Taming. Also ich finde jetzt, sieht gut aus. Oh, es wird neblig. Oh nein. Ja, Nebel des Grauens ist noch in Ordnung. Ich verlaufe mich im Nebel. Hilfe! Einmal im Kreis gedreht, schon völlig orientierungslos. Ja, das glaube ich allerdings auch. Na, wenn du jetzt nicht wirklich herumrennst, soll es auch nicht das Problem sein. Uah!
Hilfe, jetzt habe ich mich auch wirklich erschrocken. Hier rennt gerade so ein Scheiß. Was ist denn das? War das ein Karo? Schreib mir doch nicht so ins Ohr. Wo ach ist Gott. Ein T-Rex. Ein T-Rex, ach, na, Glückwunsch. Ich fühle mich ja hier super. Ach du Scheiße. Lauf, lauf, Horace, lauf. Der wird unseren Trike töten. Ich hau ihm jetzt gerade Betäubungspfeile rein. Echt? Ja. Okay, mach ich mit. Komm, schaffen wir. Der ist zwar jetzt den Trike, aber hey, wir zähmen T-Rex. Mach was doch so. Boah, komm, du Horst. In den Hintern. Das Problem ist, sie haben keinen Sattel. Das macht nix. Den kriegen wir schneller als gedacht. Jetzt frisst oh, ich hab dich getroffen. Vielen Dank, ja, ich sehe schon. Oh Gott. Lauf weg. Oh nein, ich bin gestorben. Der ist doch nur Level 24. Was ist denn das hier? Na, das hat erfolgreich geklappt. Ach Gott. Mensch, das war ja aufregend. Ja, ich habe mich auch. Also ich habe mich gerade wirklich erschrocken. Muss ich ja mal sagen. Da zuckt man jetzt völlig auf dem Stuhl zusammen. Verdammt, verdammte Axt hier. Hat also, er unseren Trike getötet. Du dumme Sau. Verdammt hier, T-Rex. Schade. Boah, kurz hier ein paar Klamotten holen. Wir müssen nämlich mal irgendwie nochmal davor, glaube ich, das Zeug einsammeln. Ja. Das ist jetzt echt ärgerlich. Ja, das ist bitter, vor allem, weil das ganze Zeug vorne liegt. So ein Scheiß, weißt du. Und ich ärgere mich noch, dass es neblig wird und dass ich nichts mehr sehe und auf einmal poltert's, ja. Ich nehme mal vorsichtshalber einen Bogen mit. Ich weiß nicht, ob es reicht. Wir haben nur noch einmal Narcotics. Ah, schade. Achso, ich bräuchte noch eine Waffe. Ja, ist leider keine mehr drin, aber... Ja, dann nehme ich halt hier irgendwie einen Beil. Hier kommt auf einmal aus Nebel des Grauens und T-Rex angestampft. So ein Scheiß. Ach, herrlich. Ach, Manno. Aber wir haben ihn ordentlich getroffen, aber leider Gottes hat das nicht gereicht für ihn. Nee. Also ein T-Rex hätte was. Das wäre schon geil gewesen. Vielleicht sollten wir einfach so ein Stapel Trikes vorne hin stapeln. Und dann ist er erstmal beschäftigt. Das ist doch eine gute Methode, finde ich. Das wäre zumindest eine Überlegung wert, ja. Das Schlimme ist, wir müssen jetzt in dem Nebel hier unsere Klamotten wiederfinden. Ja, das halte ich gar nicht für das Problem. Ja, liegt aber daran, dass hier noch der Dings ist. Der T-Rex. Ja, das könnte eher Schwierigkeiten machen. Aber er ist, glaube ich, ist er weg. Gegangen? Vielleicht ist er ja schon umgefallen. Weil, oh, da. Nee, was ist da? Ah, da ist er noch. Renn nicht zu weit, der ist da noch. Ja. Oh, der Trike lebt wieder? Oh. Lauf. Ja, scheiße hier. Lauf, lauf, lauf. Ich bin am Wegrennen. Was du da machst, ist mir wurscht. Scheiße, der kommt zum Haus. Oh nee, kann der das kaputt machen? Bitte nicht. Ich... Oh mein Gott. Gott. Das ist aber spannend, ey. Nein! Oh nein! Scheiße! Gott, ich hoffe, er verfolgt mich nicht. Nee, der ist da nicht mehr. Mann. Ist das spannend. Das Problem ist, wir haben jetzt keinen Ersatz mehr. Wir müssten ihn jetzt eigentlich töten. Ja, super. Oder vorbeirennen und unser Zeug sammeln. Ja, ich schleiche mich mal langsam nach vorne. Ja, ich glaube, der steht da direkt im Tunnel. Ja, ich guck halt, ne? Also im Canyon, meine ich. Ja, ich bin da noch. Ganz langsam. Vielleicht finde ich dich ja. Ja, ich bin auf alle Fälle schon hinter dir. War das dunkel gerade oder sehe ich das? Nee, es ist... Na doch. Verdammt, es wird dunkel. Da vorne steht er. Könnte er sich mal da verpissen? Ja, er geht gerade weg. Besser ist auch. Und irgendwo hat er mich jetzt zerfleischt. Ich hoffe, ich finde das Zeug wieder. Der ist da noch beschäftigt. Ja. Der kommt bestimmt gleich zurück. Vielleicht frisst er dich gerade. Also den Rest... Oh, da er kommt! Mein Gott! Nee, der kommt noch nicht, oder? Doch, er kommt! Nein! Scheiße! Oh! Kommt der... Oh, der kommt wirklich! Ja! Du denkst, ich lüge, oder was? Ja! Das hast du mir letztens auch unterstellt! Ja, und dann waren wir doch tot. Glückwunsch! Scheiße! Kannst du einen Betäubungsfall herstellen? Nein, noch nicht.
Müsste ich mal gucken. Vielleicht kann ich noch was lernen. Naja, also ich kann sie herstellen, aber ich bin ja gerade nicht im Haus. Ja, ich, oh. Ich guck mal. Oh Mann, ist das spannend. Das Schlimme ist, ich frage mich, wo der gerade hin ist. Da. Ja. Ah ja, ich muss erstmal die normalen Pfeile lernen. Oh mein Gott, der ist hinter mir. Ja, super. Ja, aber der hat sich in den Stein versteckt, die Sau. Was? Ich bin gerade vorbeigelaufen, auf einmal stand der hinter mir. Richtig gut. Oh, wow. Ich laufe erstmal vor und sammle mal das Zeug ein. Ja, bitte. Wenn ich es denn wiederfinde, ist das Problem. Ich würde ja mit hinkommen, aber... So, jetzt mal gucken, was ich alles brauche. Was kommt da? Ach, hier ist er. Mensch, hallo. Komm, nimm den Schweig. Bist du schon wieder am Strand unterwegs? Ja, ich wollte das Zeug ansammeln. Ich habe da gesagt, er ist hinter mir. Ja. Der stand zwischen... Wo ist er denn, sag mal? Der versteckt sich wieder hinter einem Baum oder so. So wie er es gerade schon gemacht hat, die Sau. Ja, der kommt da wieder und beißt in den Po. Oder ist er endlich mal umgefallen? So, ich stelle das mal Pfeile her. Geht ja zum Glück schnell. Ist das jetzt ein toter Trike oder ist das ein betäubter Trike? Nee, das ist ein toter Trike. Das Problem ist, das Zeug ist weg hier. Ich sehe es nicht. Shit. Aber der T-Rex ist jetzt auch weg? Nee, der ist da hinten. Oh, fuck. Der kommt her. Also mein Zeug würde jetzt, glaube ich, in der Nähe, wo du bist, liegen. Ich hing da irgendwie am Baum. Ja. Spannend. Ja gut, ich würde sagen, wir machen dann trotzdem erstmal ein Päuschen. Die Aufnahmezeit ist schon längst rum. Ja. Und ja, mal gucken, ob wir das beim nächsten Mal gebacken kriegen oder ob wir dann wieder sterben. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal auch dabei seid. Genau, dann bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Tschüss. Ciao.